Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir sind hier auf der Messe beim Caravansalon in Düsseldorf und stehen hinter einem richtig geilen Fahrzeug, dem Pepper. Der ist ja so beliebt, das Fahrzeug, dass man ja sagen kann, Wunder, dass so viele überhaupt noch da sind, weil gefühlt ist alles auf dem Markt schon fast verkauft. Genau, aber es gibt eine Besonderheit bei dem Pepper natürlich. Genau, und zwar in diesem Jahr gibt es ihn nicht nur auf der Fiat Peugeot-Basis, ja, sondern auf Mercedes-Basis und sogar auf VW T61-Basis. Korrekt, also, genau. Und das wollen wir euch ja so ein bisschen auch in diesem Video auch mal erläutern. Jetzt gucken wir uns aber erstmal den Mercedes an. Und zwar? Nach dem Intro. So, eingestiegen sind wir einfach mal. Was uns gleich auffällt, ist, der Vorderbereich ist natürlich anders wie in dem Fiat oder Peugeot oder was auch immer das Grundfahrzeug, also sprich die PSA-Gruppe. Wir sind ja jetzt hier in dem Mercedes drin und man sieht halt gleich, dass das Cockpit und so weiter anders ist. Aber auch ein bisschen dunkler, muss man dazu sagen, aber trotzdem sehr luftig. Also der Eindruck vermittelt sich für mich, dass ich hier so ein bisschen mehr Platz habe, ehrlich gesagt. Ich würde gleich nochmal das Licht ein bisschen umstellen, dass das hier nochmal ein bisschen heller ist. Kleinen Moment. So, jetzt ist das Licht ein bisschen besser eingestellt zu dieser Seite. Ja, die Dinette hier vorne, die verkleinert sich so ein bisschen. Das heißt, der Tisch ist ein bisschen schmaler. Gerade hinten in der Ecke haben wir hier einen, im Prinzip den Abschnitt. Der Tisch in dem PSA-Gruppe ist da natürlich ein bisschen größer. Aber gut, das ist halt ein kleiner Abstrich, den man halt machen muss. Dafür hat man vorne im vorderen Bereich mehr Platz. Dann ist die Sitzbank, die ist geblieben, genauso Polsterung wie auch in den anderen Fahrzeugen, in den bekannten Fahrzeugen, nur dass die Sitzbank hier schräg läuft. Das heißt, das Bad ist so ein bisschen abgeschrägt nach hinten rein und da können wir uns auch mal gleich ins Bad verkrümeln. Schauen wir uns das Bad doch mal an. Hat sich das hier viel geändert? Nein, hat sich nicht. Auch dieses hier ist sehr gleich geblieben. Wir haben die Dusche auf der linken Seite. Und wir haben ja das Waschbecken, was man wieder nach links rausschieben kann, um den Toilette dann auch zu benutzen. Dazu muss man den Hebel hier ziehen. Mit einer Hand ist das alles ein bisschen schwieriger. Aber man sieht, es ist relativ einfach und dann kann man auch die Toilette benutzen. Also auch hier das Bad an dieser Seite etwas schräg in die Richtung. Also hier vorne fehlt uns ein bisschen Platz, aber ich glaube, das stört uns gar nicht so wirklich. Sonst Küchenblock ist bekannt. Da hat sich, würde ich sagen, nichts verändert, überhaupt nicht. Also es sieht wirklich gleich aus. Die Schubladen und so weiter sind genauso groß wie auch in dem Standardfahrzeug der PSA-Gruppe. Und auch der Kühlschrank hat sich hier nicht verändert. Der sitzt auch an der gleichen Position. Ein großes Eisfach. Kühlschrank, ehrlich gesagt, sind wir sehr begeistert. Wir haben ja den 2020er noch, besser gesagt meine Eltern. Aber das ist halt schon ein schönes Fahrzeug. Die sind sehr zufrieden damit. Hier das Bett, zwei Längsbetten, also auch Standard. Hinten nochmal Ablagen bzw. Fächer und zur rechten und linken Seite Ablagen. Ja, dann können wir nochmal unter dem Bett gucken. Auch hier gibt es natürlich ein riesengroßes Staufach. Jetzt sieht man das natürlich nicht wirklich gut. Und zur linken Seite gibt es das auch nochmal. Ja, hier sind halt Lampen drin, die muss man halt irgendwie wahrscheinlich einschalten. Die sind aktuell jetzt hier nicht an. Ja, was man hier auf jeden Fall sagen kann, ist, Weinsberg geht immer mit der Moderne. Das heißt, wir haben die Technik hier schon der iNet X-Systeme. Also das heißt wirklich gut durchdacht. Wir haben halt hier schon die ganze Steuerung, haben halt nicht mehr ein zusätzliches Panel, wo man halt Pumpe einschaltet und so weiter. Das ist halt alles schon drin. Ansonsten extra Einstieg, extra breiter Einstieg bei diesem Fahrzeug. Das ist auch Serie so. Und ja, wir befinden uns in dem Fahrzeug, was der etwas kleinere ist. Der ist halt genauso groß wie auch die PSA. Aber den gibt es nochmal mit 15 cm länger. Also für die Leute, die halt noch ein bisschen mehr Raumgefühl haben wollen. Und ein bisschen mehr Packmöglichkeiten. Wir schauen uns jetzt auch gleich nochmal den Heckbereich an. Und schauen uns auch nochmal die
Seitenfächer an, denn die haben sich auch hier verändert. Unter anderem ist das Gasfach etwas anders geworden. Aber kommt mit, wir schauen uns das an. So, das Gasfach ist natürlich hier etwas anders gestaltet, denn ich denke mal, das hat alles mit dem Aufbau auch so ein bisschen zu tun. Genauso wie die Schräge im Inneren, das hat auch was mit dem Aufbau zu tun. Man kommt hier gefühlt besser an die Gasflaschen ran. Finde ich ganz gut gemacht, weil man halt sie von dieser Seite direkt beide nehmen kann, ohne dass man erst die andere rausräumen muss. Bei dem anderen Fahrzeug ist es ja so, dass man hier so ein Auszugssystem hier bauen kann. Können wir nochmal zum Vergleich einblenden. Da ist das natürlich ein bisschen blöder, an die hintere Gasflasche ranzukommen. Ja, auch hier, wir befinden uns jetzt hier in der Heckgarage, zeige ich euch gleich nochmal. Wir haben hier Ablagefächer, das ist super gemacht. Das ist genauso auch wie in den Standardfahrzeugen, also das kennt man genauso. Ist eine coole Sache, du kriegst hier viel rein, Fahrräder kannst du hier drinnen lagern, das machen meine Eltern zum Beispiel. Das finde ich schon eine schöne Sache. Und ja, die Klappen hier sind ein bisschen anders, ich muss mal die Blende ändern. Hier ist die Klappe, sieht von außen ein kleines bisschen anders aus. Wir haben hier sozusagen hier unten noch sowas wie so ein Spritzschutz oder irgendwie sowas. Das ist halt etwas anders. Hier kann man das jetzt ganz gut sehen. Dort hinten steht einer auf Fiat-Basis. Der Marcel zeigt es kurz. Genau. Dort hinten kann man halt sehen, dass man dort den Schmutzfänger dann nicht hat. Aber das Fach ist genauso groß. Und die Seitenfächer hier, Toilette und Versorgungsfach, ist natürlich genauso gleich. Wir können auch nochmal reinschauen. Konstruktiv hier kleines bisschen anders, logischerweise. Hier sind die Stecker, Steckverbindungen und so weiter ein bisschen anders. Aber du hast hier die gleichen Möglichkeiten wie auch im normalen Fiat-Fahrzeug. Und Toilettenfach schauen wir uns auch nochmal an. Kann man natürlich mit einer Hand schlecht öffnen. Ja, Marcel muss unterstützen. Jetzt ist dann hier die Toilette verbaut. Das ist, denke ich, auch bekannt und das ist auch normal so geblieben. In den ganzen neuen Modelljahren, die haben alle neue Fenster bekommen, nämlich im Prinzip an das Fahrzeug besser angepasste Fenster. Finde ich persönlich sehr gut. Macht einen guten Eindruck und sie passen sich besser dem Fahrzeug an. Ja, ansonsten können wir uns natürlich nochmal das Fahrzeug von außen angucken. Wir haben hier ja den Mercedes und ja, der macht schon ein schickes Bild. Man muss halt sagen, er wirkt so ein bisschen wuchtiger, finde ich persönlich. Ist Geschmackssache, aber ja, wirklich, wirklich ein schönes Bild dazu. Also es ist eine tolle Alternative mit etwas anderer Bauform. Bezüglich des Fiat-Systems. Jetzt schauen wir uns nochmal das Heck an. Das Heck ist genauso wie auch in den anderen Fahrzeugen, nur dass dort noch ein Mercedes-Symbol halt mit drauf ist. Und auch volle LED-Schein, also Rückleuchten, sowie die Kamera. Genau, das Mercedes-Zeichen ist halt anders, habe ich ja gerade gesagt, genau. Ja, weil da kann man kein schönes Bild mehr drauf machen, so wie bei uns. Ah, okay, stimmt. Wir haben ein Bild natürlich. Ja, da habt ihr im Prinzip einmal das Fahrzeug von außen komplett gesehen. Im Hintergrund ist dann natürlich nochmal der Weinsberg Pepper auf Mercedes-Basis, genau, MEG. Der Karre Compact 640 MEG. Für euch, es gibt es ihn in zwei Variationen. Genau, habe ich schon gesagt. Weißt du denn, was der andere ist, außer dass er länger ist? Das habe ich gesagt, dass der länger ist und zwar um 15 cm. Und was hat er noch? Das weiß ich jetzt nicht. Ein Hubbett. Ah. Den gibt es dann auch mit Hubbett. Das heißt, mit vier Personen ohne Probleme könnt ihr dort Das ist schlafen. Ja toll. Genau. Für euch der Preis. Wie gesagt, wir werden jetzt nicht in die Detailtiefe, was Preise angeht. Weil, wie gesagt, je nach Konfiguration ist das natürlich ein unterschiedlicher Preis. So wie er jetzt hier steht, erstmal für euch das Grundpreis, denn der, also insgesamt mit Serienausstattung, liegt er bei 76.000 Euro. Also natürlich weitaus mehr als der normale Pepper, also auf Peugeot oder Fiat Basis. Genau, PSA-Gruppe habe ich gesagt, das passt ganz gut. Und so wie er jetzt da steht, liegt er bei 88.000 Euro. Also Pepper ist jetzt auch dort angekommen, wo ein bisschen das Geld locker sitzen könnte.
Ja gut, du hast halt auch ein anderes Fahrzeug, das darf man nicht vergessen, du wirst auch ein anderes Fahrverhalten haben. Was ich jetzt mitgekriegt habe, ich saß ja drinne, was ich positiv finde, ist, du kommst rein und hast noch mehr Raumgefühl. Ja. Das hast du ja, ja sonst nicht. Aber in die Detailtiefe, das können wir schon mal sagen, es gibt ein Spezialvideo zu den Peppers in den drei verschiedenen Varianten, die es gibt. Und das kommt später. Das soll zu dem Video jetzt gewesen sein. Ja. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Gerne einen Daumen nach oben geben, abonniert unseren Kanal. Und ihr könnt euch sicher sein, es gibt noch ein paar Videos hier von der Messe in Düsseldorf. Und solange bleibt uns gewogen, bleibt gesund. Und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss. The memories they all twist.